Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wer sich an den letzten Part erinnert, der weiß, dass ich gefailt habe. Und zwar ziemlich übel. Aber gut, ne. Ich habe jetzt einen Spielstand geladen, der ein bisschen dichter dran ist als nach dem ersten Teil da, nach dem ersten Turm. Ja, der wäre nämlich jetzt uncool, ganz ehrlich. Und ich bin schon umgebrochen. Was soll denn sowas? Lieber aufstehen mal. So, ja. Ja, ich bin jetzt recht unzufrieden, muss ich sagen, damit, dass ich das jetzt wiederholen soll. Und ich habe auch kurz überlegt, lasse ich euch daran teilhaben, lasse ich euch nicht daran teilhaben, aber ich meine, schauen wir auf die Partnummer, dann sehen wir doch, dass es doch echt nicht mehr drauf ankommt. Das ist vollkommen egal und deswegen dürft ihr es auch sehen. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. Und wenn doch, dann spult einfach ein bisschen vor, bis wir wieder da sind. Meine Güte, ist auch nicht das Problem. Ich kann damit leben. Ach komm, los, wir machen das jetzt schnell. Möglichst schnell. Wenn man noch von schnell sprechen kann. Und ja, gehe ich dann an dem einen vielleicht einfach vorbei oder versuche zu fliehen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann in die nächsten Gegner schon reinrenne. Aber was hat uns das wieder mal gezeigt? Es kommt nicht immer auf die Größe an, Leute. Es kommt einfach nicht immer nur auf die Größe an. Denn er hier ist weniger das Problem. Kommen die jetzt alle? Ja, die kommen alle. Wisst ihr was? Wir fliehen. Doch. Ich habe ja noch nicht mal angegriffen. Ah, er kommt doch nicht. Scheiße, er kommt doch nicht. Er kommt doch nicht. Komm, wir... Scheiße. Warum steht auf? Steh doch bitte auf, Schulk. Mist. Ah, was ein Fail. Hätte ich gewusst, dass der nicht gekommen ist, dann... Scheiße. Ja. Das ist doch schon ein Kill hier. Oder? Naja, macht 147 weg. Vollkommen uninteressant. Auch nur der. Ach, war nur das hier Kreuz. Ich dachte, hier sonst was kommt da gerade auf mich zu. So, und jetzt alle auf ihn. Ihn brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Ein bisschen Glück. Hauen wir den noch um. Ja, wenn man mal davon absieht, dass sie natürlich die mit 3 Frames in der Sekunde arbeiten müssen. Ansonsten ist er ja eigentlich okay, ne? Schöne Treffer von hinten. Wunderbar. Ja. Ach komm jetzt, Leute. Macht doch mal kurz einen Prozess mit denen. Haut den doch mal einfach um. Das wäre doch auch mal was. Dann liegt der, dann kann ich vielleicht noch kurz in Ohnmacht versetzen und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Aber nein, stattdessen kriege ich noch die große Combo 6 reingedrückt. Yo. Die macht ja auch kaum Schaden. Ist ja einfach perfekt. Und ihn vorher besiegen. Könnte sogar hinhauen. Ja, klappt. Wunderbar. Jetzt ist aber immer noch Erde. Wir speichern erstmal an dieser Stelle. Auch wenn man das eigentlich nicht viel bringt. Wenn man mal ehrlich ist. Oh Mann. Der reagiert auf Sichtkontakt. Tja. Ich überlege gerade, ob ich den da umgehen kann, aber nein, das sieht nicht danach aus. Aber das sieht auch nach einem starken Gegner aus. Ah, vielleicht sieht er mich ja durch Zufall nicht, wer weiß. Okay, ich komme dran vorbei. Aber nicht an ihm hier. Nee, 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 offensiv Trost bitte nur angreifen und sonst nichts. Ein bisschen Glück, komme ich ja echt an dem vorbei. Ah, wäre das denn wirklich so gut? Erfahrungspunkte. Ach, was soll's. Wenn ich irgendwann leveln muss, muss ich ja leveln. Dann ist es so.
Aber jetzt fürs Let's Play muss ich mich an dem vorbeischleichen. Ist einfach, ist besser. Nein! Oh, ich hasse es, wenn er sich verdrückt. Oder besser gesagt, wenn ich mich verdrücke. Die Sache ist nur... Verdrücke ich mich wirklich? Oh nein, er kommt. Habe ich gespeichert? Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Oder kann ich fliehen? Nein, da hinten ist auch was. Ich glaube nicht, dass ich da fliehen kann. Scharlawan. Ja, komm, die Heilsalve. Es bringt halt mehr. Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Oh, er ist verlangsamt. Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall was. Oh, Schala ist ziemlich knapp. Oh, aber ich jetzt auch. Nein. Und was kommt da? Todesschmettern schon wieder. Erstmal helfen. Bahn. Heilschot. Okay, wenn ich jetzt noch eventuell ein bisschen das Monado auf... Ja. Ja, dann haut... Ja, umgeworfen. Ist halt das Blöde. Okay, ich kann mich selber heilen. Das ist gut. Monado. Ah, das bringt einfach viel zu wenig gegen den. Warum ist denn der so stark? Das ist doch nicht normal. Oh, da bin ich schon wieder down. Oh, ich kann noch Schala warnen. Ich kann noch Schala warnen. Schneller. Nein, das ist doch viel zu spät. Das schafft die nicht in der Zeit. Schafft die doch? Ja, hat sie geschafft. Okay. Liegt der? Liegt der? Trifft das noch? Und macht auch noch hinterher. Perfekt. Ah, das ist schön. Das ist schön. Na, was hat er jetzt vor? Gutes altes Todesschmettern. Na gut. Ich kann sie leider nicht warnen. Liegt das daran, weil das nicht auf mich ist? Kann das sein? Das weiß ich leider gar nicht. Ich spiele erst 40 Stunden dieses Spiel. Von daher, warum soll ich das wissen? Ah, ich glaube, wir schaffen es. Ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Ja. Okay, das schaffen wir locker. Wir haben ihn ja fast. Sind nur noch ein paar Schläge. Kommt schon wieder der nächste super große Gegner. Und ich brauche mir dann noch keine Sorge machen, ob das jetzt Erfahrungspunkte sind, die ich nicht mehr kriege und gebraucht hätte. Komm, platt. Mein Gott. Ja, wir speichern das erstmal ab. Klar. Mein Gott, ich muss mal... mich wieder anders hinsetzen. Es ist ein bisschen blöd. Ich glaube, dass ich recht leise bin. Und das wäre nicht so gut. Oder sehr unterschiedlich, das Ganze. Na gut. Ich nerv euch, ne? Ist klar. Na gut, der ist ja jetzt nicht so wild. Kriegt direkt einen von hinten, dann ist er ja wahrscheinlich schon fast tot. Das brauche ich nicht. Ah, oh, da kommt aber noch richtig viel Mist. Muss man schon so sagen. Na los. Was ist das? Ist doch noch vollkommen egal. Alle sind noch gut dabei. Das hat mächtig Schaden gemacht. Ein bisschen Glück darf ich von hinten. Ja, ich darf sogar von hinten angreifen. Bringt nun leider nicht viel. Da haben wir die Blutung. Der muss von vorne. Und der von der Seite. Ich kenne mich jetzt aus hier. Das ist gar nicht das Problem. Umgeworfen. So, gut. Können wir da das Monado dran aufleveln. Ast rein. Wir brauchen wieder volle Energie. Ich glaube fast, ich habe jetzt schon so ein... Teil verpasst hier bald. Ich glaube, ich schaue mal auf die Gebietsliste. Es dürfte wohl besser sein. Zeig mal her. Zeig mal her.
Wo laufe ich denn hin? Ich laufe in Richtung dem hier. Na gut, dann soll das passen. Dann gehen wir doch weiterhin. Na gut, die sind nicht so schlimm. Das ist okay. Ist okay. Können wir vielleicht sogar. Ja, können sogar direkt von hinten. So, das Monado ein bisschen in Stellung bringen. Und trifft das beide? Nein. Guck mal, der flieht. Der flieht ja schon fast. Sieht, dass er keine Chance hat. Die totale Übermacht von uns. Schwanken umgeworfen. Wunderbar. Kriegt er jetzt noch die Ohnmacht reingedrückt. Komm, Schulk, jetzt hau mal ein bisschen zu. Und der pennt. Oh, noch vielleicht ein Treffer von hinten, ja. Ne, das Monado hebe ich mir hier auf. Dafür ist der zu schwach. Das bringt's nicht. Wer weiß, was die da hinten... Ja, das sind solche Blöden. Das sehe ich doch schon. Das sehe ich doch von Weitem, dass die blöd sind. Wieder so viele Kämpfe, Parts. Ohne Story-Inhalt. Das ist blöd. Das... Oh ja, ich hab's gesagt, der ist bestimmt blöd. Und der ist auch richtig blöd. Was ist denn das hier? Manus-Statue. Jetzt noch nicht angreifen. Nein, jetzt greifen die den an. Oh, unfassbar, wie dumm. Wie dumm, das sollte gar nicht sein. Ich wollte was ganz anderes. Ich wollte... nur diese Main-Statue einmal kurz mäßig abchecken, was da ist, und ja, und schon greifen die an. Jetzt war nicht dann, man. Das ist natürlich saudumm. Aber gut, solange er nicht auf die Idee kommt, seinen Kollegen da zu holen, der mich dann mit angreift, ist eigentlich alles okay. Oh, dann bin ja, ich heile auch nochmal. Passt schon. Okay, Monado hinterher. Bringt nur leider nicht genug. Oh, das sind 18.000. Das ist so wenig. Jetzt würden wir ihn fast gar nicht treffen würden. Ey, mein Gott. Kann ich wieder von hinten? Ich sehe gerade gar nicht, wo bei ihm hinten ist. So. Was machst du? Kann ich eventuell, ja, dann kann ich bestimmt eine Heilung erzwingen. Tue ich auch. Ja, komm. Aber alle. Ja, passt. Dann heile ich mich danach auch noch selbst. Muss ich mich nur bereit halten. So, das ist der Schlag gewesen. Ich bin geheilt. Hopp. Zack. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Oh, und wir haben schon wieder volle Leiste. Volle Leiste. Und er ist schneller. Oh. Schneller ist natürlich unfassbar schlecht. Okay, wir können wieder eine Heilung erzwingen. Müssen wir auch. Müssen wir auch unbedingt. Ich darf nur nicht den falschen Person warnen. Oh. Und dann bin ich down. Den beleben wir erstmal wieder. Müssen ja auch ein bisschen Schaden machen. Na komm. Treffer von hinten, ja. Oh, noch getroffen. Ah, scheiße, ich glaube, das wird nichts. Oh, und ich konnte natürlich nicht vorher speichern, bevor wir den angegriffen haben, weil die blöden Säcke den einfach so angegriffen haben, ohne dass ich das wollte. Oh, ich lebe noch. Na gut, ich lebe noch. Da will ich mich nicht beschweren. Einfach alles einsetzen, was du hast. Nein, das war's. Oh, heil mich. Wiederbeleben, wiederbeleben, dann bin wiederbeleben. Mach doch da keinen Scheiß, jetzt belebe mich wieder. Oh, du blöder Wichser, ey, das ist... Oh. Nee, bei sowas muss man sich echt aufregen. Oh, das ist auch schon wieder fast zu viel. Shit. Das kam unerwartet und aus dem Nichts. Oh nein.
Oh, wir dürfen bei Maines anfangen. Na, das ist immerhin mal nett. Aber Leute, wir versuchen es im nächsten Part nochmal. Bis dann und ciao.